Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jusek und wir spielen weiter Captain of Industries und haben uns für heute doch, denke ich, eine Menge vorgenommen. Wir haben das mit der Nahrung immer noch unter Kontrolle, 20 Monate. Ich glaube, ich wollte die Richtung 30 drücken und wir haben immer noch die Wartung vollkommen okay. Was hier so ein Problem ist, ist hier die LKWs, die sind ein bisschen busy. In der letzten Folge haben wir uns auch schon darum gekümmert, dass wir hier oben langsam aber sicher anfangen zu arbeiten. Dafür sind die ersten Gebäude auch hier im Bau. Haben noch 15 Arbeiter frei, das bedeutet, wir werden hier einmal freigeben, dass hier gebaut werden darf. Dasselbe machen wir auch an dieser Stelle und somit hätten wir dann, wenn ich mich nicht vertue, die gesamte Produktion nach hier oben verlagert. Das finde ich jetzt in erster Linie schon mal ganz praktisch, denn das ist ja das, was wir langfristig auch erreichen wollten, um hier unten, wo ich jetzt gerade hingehe, die nächsten Gebäude loszuwerden. Gut, Wasser sammelt sich. Wir haben hier unten noch eine schöne große Baustelle, die sollte im Moment auch anlaufen, womit wir dann auch endlich anfangen, Grundwasser zu beschaffen. Und eine Sache, die ich heute auch noch bauen möchte, ist eine Tankstelle. Na, wo haben wir sie denn? Ich habe sie schon mal gesehen, das weiß ich. Da ist sie. Hier ist die Tankstelle, die bauen wir nach oben zum Diesel. Hier ist sie doch ganz gut aufgehoben, würde ich sagen. Das Problem ist jetzt, so ein bisschen zumindest, dass wir da nicht gut weiterkommen. Ich baue die mal direkt hier neben, pass mal auf. So, ich wollte die eigentlich an einen eigenen Anschluss bringen, aber das wird nicht funktionieren. Deswegen machen wir das dann lieber doch in der Reihenfolge hier. Nehmen wir mal eine Rohrleitung und baue die mal hier rüber. So ist das schön, so ist das schön. Können wir auch sofort bauen. Die ist auf jeden Fall gewollt von mir. Was macht die Tankstelle? Die Tankstelle bekommt dann jetzt gleich einen LKW zugewiesen und der fährt dann selbstständig zu unseren ganzen Baggern. Jetzt ist hier oben keiner. Da sind welche und betankt die. Dadurch müssen die Bagger selber nichts mehr machen. Spart natürlich Unmengen an Zeit und sollte dadurch unsere Produktionsanlage noch mal ein bisschen weiter ausbauen. Wir haben jetzt 35 LKWs, eventuell versuchen wir noch mal ein paar mehr zu kriegen oder schauen mal, dass wir doch die Farm jetzt noch erweitern. Jedenfalls, wenn das da oben fertig ist, können wir hier auch anfangen, die nächsten Gebäude abzureißen. Damit hätten wir hier wieder ein bisschen Wasser übrig. Thema Wasser übrig. Das hat man ja schon umgebaut. Ich hatte noch im Kopf, dass wir das umbauen wollten, aber ist ja schon passiert. Müssen wir also auch nicht mehr machen. So, Bergwohngebiet, das haben wir benötigt. Ja, okay, das Problem kennen wir. Was haben wir denn hier? Hier wollen wir ja eigentlich dieses unreine Kupfer machen. Alles andere funktioniert ja nicht, weil ja nichts angeliefert wird. Warum wird da nichts angeliefert? Weil hier irgendwas nicht stimmt. Da wir die Abgase nicht loswerden. Ich habe vergessen, einen Schornstein zu bauen, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, genau, so ist das. Kein Problem. Recycling, Schornstein und bitteschön. Warte mal, nein. Gut, dass wir den nicht sofort automatisch bauen, weil der muss ja auf die andere Seite. Hier will der Schornstein hin. Und da geben wir auch mal eine hohe Prio drauf und natürlich dafür freigeben. Gucken wir mal. Sollte nicht so lange dauern. Ich gehe davon aus, dass wir die Fahrzeuge dafür direkt hier um die Ecke schon stehen haben, die das dann für uns erledigen. Okay. Langfristig müssen wir ja immer noch gucken, dass wir hier irgendwie hochkommen. Das hat sich ja nicht geändert. Ich muss mich mal richtig setzen. So. Das hat sich ja nicht geändert. Da müssen wir dann auch mal schauen, wie wir das am geschicktesten hinkriegen. 19 Nahrung finde ich jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht so gut, dass es so wenig ist. Hier haben wir kein Wasser. Warum nicht? Wir haben doch hier eine Möglichkeit, Wasser zu speichern. Aber das will nicht so, wie ich das will. Wie machen wir das? Fangen wir hier an und gucken mal, ich habe das doch eingezeichnet, wenn ich mich nicht vertue. Genau. Hier haben wir doch das erste Gebiet. Da wurde auch schon ein bisschen was hingeschüttet, da ja beides ist. Ne? Abbaggern und aufschütten. Wir brauchen hier, ob wir wollen oder nicht, noch einen Turm. Bergbauturm, glaube ich, heißt der. Damit das hier auch vernünftig gemacht wird. Da ist er. Da war... Ey, ich hatte ihn doch gerade. Wo ist er jetzt hin? Da. Ein Bergbaukontrollturm nennt sich das, was wir brauchen. Da kriegen wir problematischerweise nur Kies raus. Oder so Steine, die wir dann verarbeiten, was die Sache nicht gerade angenehm macht. Deswegen bin ich ernsthaft schon am Überlegen, ob wir lieber versuchen, hier
durch das Kupfer durchzuarbeiten oder auf der Seite durchs Eisen durchzukommen, dass wir irgendwie vernünftig hochkommen. So, ich meine, wir können das natürlich auch versuchen, hier rüber zu bauen. Dann hätten wir aber oben auch wieder Stein. Oder aber von hier so quer durch. Wobei, warte mal, wie ist denn... Machen wir das mal in dem Menü, dass wir sehen, wie die Anordnung ist. Die dreht sich ja nicht mit. Wir können ja nicht einfach diagonal bauen. Das macht die Sache nämlich ein bisschen schwieriger dann. Hier haben wir natürlich schon einen ganz guten Weg reingezeichnet, den wir bauen könnten. Und da sind wir auf jeden Fall auch dabei. Pass mal auf. Ich guck mal, ob ich den jetzt komplett eingezeichnet kriege. Da wird es ein bisschen schwierig. Ich komme da halt jetzt sehr, sehr schlecht dran. Vielleicht müssen wir dafür doch erstmal ein bisschen was weggebaggert haben. Wohl. 2,6. 4,2. Ich glaube aber 4,2 ist auch noch zu wenig. Auf jeden Fall hoch. So. Naja, das ist sehr viel Arbeit. Ich schau mal, wie hoch wir hier oben müssten. Das ist auf 4,5. Ja gut, dann sind wir ja doch schon fast durch. Also zumindest auf der Höhe, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Gut, sehr viel Arbeit. Mal gucken, wie lange wir brauchen, um das irgendwann vielleicht mal zu erreichen. Ich sehe es noch nicht, dass wir das schaffen. Ich bin ja auch noch nicht ganz davon weg, dass wir hier hinten einfach eine Rampe hochbauen. Die müsste das ja noch mal ein bisschen vereinfachen. Zumal wir dann von der Rampe aus auch von hier oben entgegenarbeiten könnten. Was die Sache auch noch mal zusätzlich ein bisschen vereinfachen würde. Denn ich glaube nicht, dass wir ohne weiteres hier die ganzen Berge... Ist das Gold? Ist das Gold? Moment. Ja, es ist Gold. Es ist wirklich Gold? Ja, okay. Alles klar, wir müssen da sofort hoch. Führt jetzt gar kein Weg dran vorbei. Wir müssen jetzt alles daran setzen, dass wir hier hochkommen, weil das ist Gold. Ja, ich guck hier nochmal. Ich hätte das nämlich gerne mal im Laufen. Hier sind schon die ersten Kupferplatten auf jeden Fall angeliefert worden. Da fehlt hier was mehr aus der Schmelze. Und du brauchst, ja, Kupfererz. Das wird ja hier oben eigentlich gemacht. Bringst du das jetzt auch hier rüber? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das Gebäude richtig steht. Was wir hier auf jeden Fall schon mal machen können, ist ein Förderband für unsere Platten. So. Und das können wir auch sofort bauen lassen, damit das mit dem Kupfer hier oben durchläuft. Okay, damit hätten wir auf jeden Fall diesen Punkt erreicht. Jetzt kommt als nächstes, dass wir anfangen, Elektronik zu produzieren. Und zwar möchte ich Elektronik dann... Das war's nicht. Hier wird's gebraucht. Was braucht Elektronik? Können wir die nicht... Wir waren sie ja hier am Bauen. Genau, nur Gummi. Heißt, wir werden Elektronik definitiv hier oben bauen. Dann eventuell hier eine Rampe hin. Die können wir auch einzeichnen. Dass wir von da oben hier runterfahren, um hier den Gummi zu verarbeiten, weil Gummi braucht Diesel. Ja, zeichne ich schon mal die Rampe für ein. Dann ist es vielleicht am Anfang nicht ganz so schnell. Wird aber sich dann doch recht zügig ausgleichen. So, wir gucken mal, dass wir so bauen. Und dann mit F kommen wir runter. So, ist das das Richtige? Ja. Das ist der Kipper. Dann werden wir hier nämlich auf jeden Fall noch eine Rampe bauen. Die ist natürlich blöd, dass die jetzt hier mitten reingeht. Ich könnte hier natürlich ein Plateau, ich glaube, das machen wir auch. Pass mal auf. So. Dann werden wir nämlich hier erstmal ein Plateau dran setzen. So. Moment, ich will hier runter. Ach, so war das mit F. So. Haben wir die Rampe halt hier mit einer kleinen Ecke drin. Und man sieht schon, die arbeiten jetzt sowohl von oben wie auch von unten. Okay, jetzt sieht man natürlich nichts mehr. Aber dann können wir hier auf jeden Fall Gummi produzieren. Dazu gehen wir nochmal ganz kurz gucken, wo haben wir denn diese Gummiproduktion überhaupt? Hier, Gummiherstellung. Braucht Diesel und Kohle und würde Abwasser dann produzieren. Aber Abwasser haben wir sowieso hier. Das heißt, wir könnten das perfekt hier hinbauen.
Okay, hier vielleicht nicht so perfekt. Eher so hier. Dann können wir nämlich den Diesel gerade auslaufen lassen und oben das Wasser darunter. Ich bin damit noch nicht so ganz einverstanden, aber für den Anfang soll das unser Bauplan werden. Also, wir nehmen am besten hier das Rohr, schließen das da an und für das Abwasser werden wir später natürlich auch ein Rohr bauen. Und das hätte ich dann gerne hier ran. Geht das irgendwie? Können wir da nicht näher ran? Okay. Wieso funktioniert das nicht? Ah, weil das hier rausgeht. Das müsste auf der anderen Seite angeschlossen werden. Okay, das ist natürlich doof jetzt. Wie machen wir das rückgängig? Gibt es bestimmt auch eine Taste für, die ich nicht kenne. Oh, das ist natürlich doof jetzt. Wir müssen daran. Ich will jetzt hier auch nicht außen rum gehen, weil wir uns dann hier zubauen würden. Heißt, eigentlich brauche ich hier noch meinen zweiten Wassertank. Okay, so. Das passt so. Und das reicht auch so. Und dann bauen wir jetzt mal hier einen Wassertank in den zweiten. Flüssigkeitsspeicher passt. Und du nimmst auch Abwasser. Gut, damit lassen wir hier erstmal alles bauen. Das können wir freigeben. Das können wir freigeben. Das geben wir auch frei. Und das hintere Rohr ebenfalls. So, wir haben noch 4 Arbeiter. Mal gucken, wie weit wir mit den 4 Arbeitern kommen. Wir müssen ansonsten gleich ausbauen. Wir sind immer noch bei 19 Vorräten, die wir aktuell haben. Ich schau mal hier hinten nach, ob das funktioniert. Sieht gut aus. Der Wassertank ist auf jeden Fall bis oben hin gefüllt. Sollte also auch hier dann keine Probleme mehr haben. Warum ist der Wassertank leer? Oh! So, mach ihn voll. Jetzt geht's los. Das ist damit unser effektivstes Feld, würde ich sagen. Den hier können wir theoretisch abreißen oder für was anderes verwenden. 2 Arbeiter benötigt. Wir haben aber auch nicht mehr so viel Platz, wenn ich mich da nicht irre. Wir werden hier dieses Gebäude auch mal upgraden. So, bitteschön. Es sei erlaubt. Als nächstes, dadurch, dass wir jetzt oben die Elektronik und sowas produzieren, können wir anfangen, diesen Bereich auch zurückzubauen. Dafür sind unsere Fahrtwege unglaublich lang, muss ich sagen. Ich glaube, ich warte noch, bis wir hier oben Gummi fertig haben. Ja, es dauert noch einen Moment. Hier sollte ich vielleicht auch mal auf Du darfst das Bauen klicken. Ebenfalls hier. Okay, diese wird direkt rüber gepumpt. Und haben wir dann hier oben gleich die Möglichkeit dazu. Wo wollte ich denn jetzt bauen? Ich kann es oben bauen, ich kann es aber auch direkt hier unten bauen. Dass wir Gummi hier reinlagern und einfach, das machen wir auch so rum, passt auf. Wir bauen noch schnell ein neues Gebäude. Das müsste hier hinten sein. Die elektronische soll es werden. Gummi geht da raus. Schicken wir aber, denke ich, erstmal in ein Lagerhaus. Ja. Erstmal ein Lagerhaus. Wir werden Gummi bestimmt auch noch für andere Sachen brauchen. Also nehmen wir kurz ein Lager, Stückgutlager. Bauen wir mal direkt. Nee, wir lassen mal ein bisschen Abstand. Falls wir da doch noch eins hinbauen, dann lieber mal hier. Okay, darf freigegeben werden. Nee, Bio müssen wir da jetzt nicht haben. Aber was wir jetzt brauchen, die elektronische. Die kommt. Pass mal auf, sogar in diese Richtung baue ich die hier neben. Ist das so sinnvoll? Oder doch? Nee, wir machen es so rum. Soll hier hinten rausgehen, ist mir lieber. Und dann brauchen wir hier nochmal ein weiteres Lagerhaus, was wir direkt dahinter setzen können. Ich weiß, wir können es dran bauen, aber ich möchte da einen Abstand haben. So. Dann brauche ich Förderbänder. Habe ich hier überhaupt welche? Nein, natürlich nicht. Können wir aber relativ einfach machen. Okay, das passt. Und du, mein Freund, du gehst hier rein. Gut, passt. Können wir freigeben.
so will ich das haben. Hier will ich Elektronik herstellen. Bitteschön. Können wir das auch freigeben. Das Einzelstück freigeben und die Lagerhalle. Hier darf eingelagert werden Elektronik. Hier darf eingelagert werden Gummi. So. Und dann brauchen wir hier vorne noch ein Förderband, was den Gummi hier hinbringt. Gut. Auch das einmal freigeben bitte. Okay, das hätten wir. Wir haben exakt 0 Arbeiter, 330 fassen rein und das bevor das Haus ausgebaut ist. Ich würde fast sagen, wir unterbrechen den Ausbau. Weil wir haben doch noch mehr Möglichkeiten, Leute aufzunehmen, als ich dachte. Können aber... wollen wir nochmal Leute holen oder meint ihr, das wird zu eng? Ist halt gut, wenn man im YouTube-Video fragt, ob ihr meint, dass das zu eng wird. Können wir das nochmal optimieren? Das hat halt nicht genügend Wasser overall. Wir brauchen auf jeden Fall eine fünfte Farm. Die setze ich aber hier oben hin. Wenn wir hier die Bäume los sind, kommt die Farm hier hin. So hier 2, 3 Stück oder 4. Ja, machen wir so. Wie sieht es hier aus? 38 fehlen noch. Da müssen wir auch noch mal 8 Stück hinliefern. Auch das sollte funktionieren. Die goldenen Teile, die stellen wir ja noch nicht hier oben her, ne? So, hier wird was hergestellt? Konstruktionsteile, die werden da eingelagert. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, warum gibt es hier kein Förderband? Bitteschön. Und freigeben. Darf gebaut werden. Wie sieht es hier aus? Das ist komplett voll. Das heißt, wir können hier hingehen und hier die goldenen Teile nicht bauen. Goldene Teile bauen wir doch hier, oder? Ne, hier wird Forschung hergestellt. Für die goldenen brauchen wir Elektronik und die Bauteile. Das heißt, wir werden das hier mal kopieren. Bauen das hier neben. Du darfst goldene Teile bauen. Ja, vielleicht hätte man Abstand lassen sollen. Hatten wir ja hier auch, aber meine Güte, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Du kommst mal bitte. Du wirst noch nicht gebaut, keine Sorge. So. Okay, und hier dran. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall eine Rampe hinbauen, sonst funktioniert da gar nichts. Wo haben wir's? Hier reicht erstmal, würde ich sagen, eine kleine Rampe, so schön in die Mitte. Dann können wir auf beiden Seiten nämlich noch was vorbeiführen. So. Die Rampe wird zuerst gebaut. Darf jetzt schon gestartet werden. Danach kommt das Förderband. Und dann hier die andere Ecke. Oder erst das, damit die LKWs schon mal liefern. Ich weiß es noch nicht genau. Wir haben hier zu viel Kupfer. Ich könnte eventuell den einen oder anderen LKW hier abziehen. Ich bin hier mit der Ecke soweit aber zufrieden, muss ich sagen. Ja, hier wird fleißig angeliefert. Dass wir noch ein paar Teile brauchen, ist vollkommen klar. Hier fehlt es aber am Holz. Ich sollte vielleicht hier mal noch ein Holzlager hinbauen. Ich vergesse nämlich jedes Mal, dass wir... warte mal, hier ist das nicht. Dass wir dafür auch Holz benötigen. So, das setze ich aber dann so daneben. Lasse das auch sofort bauen. Holz wird eingelagert. Wir müssen nämlich wirklich aufpassen. Holz geht uns zur Neige und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, Neues zu beschaffen. So. Und freigeben. Das darf so gebaut werden. Okay. Wenn wir hier keine Brücke hätten, glaube ich, würden wir hier hinten nur noch hinkommen, wenn wir hier einmal außen rumfahren und der Weg ist mir ehrlich gesagt viel zu weit. Vielleicht sollten wir hier mal anfangen, auch diesen Berg wegzumachen, damit wir hier nochmal eine größere Ecke bekommen, wo wir ein paar Sachen hinbauen können. 19 Monate. Also die Nahrung hält sich ziemlich konstant. Würden wir jetzt noch einen Schwung Leute dazu kriegen, glaube ich, hätten wir ein ernsthaftes Problem. Wobei
die Nahrung voll ist. Es kann also sein, dass wir doch wirklich mehr als genug Nahrung haben. Ich sehe hier auf jeden Fall, dass goldene Teile runtergehen und wir keine mehr nachproduzieren, so gut. So, hier wollen wir noch Wasser anschließen. Das, denke ich, ist auch jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass wir sowas mal angehen. Wir hatten das Gebäude hier schon mal, das habe ich ja danach abgerissen. Jetzt können wir es anschließen, weil wir hier unten einen riesengroßen Wassertank haben und sollten dadurch mehr Einigkeit bekommen, die wir dann wiederum nutzen können. Dafür gehen wir mal unter Unterkünfte und bauen hier... Haha, wir brauchen auch Abwasser. Aber das kriegen wir hin. Wir bauen das Gebäude wieder, was wir schon mal hatten. Gehen auf Rohre. Da haben wir welche. Und schau mal, dass wir hier Wasser und alles angeschlossen bekommen. So, am besten ohne Kurve. Müsste so klappen. Das darf sofort gebaut werden. Und hier fürs Abwasser. Ich glaube, das bauen wir hier mal parallel, weil in die Ecke müssen unsere Autos ja gar nicht mehr. So, gehen wir mal. Wie war das mit hoch? Hoch war... Ja, ist... Geht's noch höher? Oder ist das schon zu hoch? Geht's auch tiefer? Ja. So funktioniert es auch. Muss also gar nicht zu hoch sein. So. Oh, warte mal. Warte mal. Zurück, zurück, zurück. Kann ich irgendwie rückgängig machen? Ja, wunderbar. Wir können ja wieder tiefer gehen. So. Spart dann ein bisschen Bauchmaterial, nehme ich an. Okay. So, passt das. Und du, Kollege, gehst dann hier links runter und da auf das Rohr drauf. So machen wir das. Also wir fangen jetzt hier an, gehen erstmal runter. Sind wir schon ganz unten? Ja, er hat es angenommen, wir sind ganz unten. Und dann hier einmal bitte verbinden. Gut, das werden wir sofort in Auftrag geben. Das Rohr auch, sind halt nur die normalen Konstruktionsteile. Ich sage gerade nur, aber die sind auch wertvoll. Und... Ja, damit sollte das hier gebaut werden können und wir hätten Wasser in unserer Siedlung, sofern es durchläuft. Drei Arbeiter, wir brauchen ja noch ein paar, Nahrung für 22 Monate, der hat kein Benzin mehr. Jetzt ist die Frage, warum macht die Tankstelle nichts? Wir setzen mal einen zweiten dazu, vielleicht ist der Weg zu weit. Wer weiß, bei welchem Barrel der wieder unterwegs ist. Wobei, da fährt ein LKW. Der fährt auch mit Diesel und bitteschön einmal voll tanken. So ist es gut. Okay, die haben wir pausiert, die brauchen wir auch nicht mehr. Hier fehlen Bauteile, okay. Warum fehlen Bauteile? Ah, weil Holz fehlt. Was macht unsere Holzfabrik? Hier oben stehen doch welche. Ah, keine Bäume mehr. Keine Bäume mehr. Hier, Bäume. Bevor ich es vergesse, hier, Bäume. Das sind unsere letzten. Leute, danach haben wir keine mehr. Wir müssen also mal mit unserem Schiff losfahren und hoffen, dass wir eine Siedlung finden, die uns auch Holz verkauft. Auch wenn das gerade schlecht aussieht. Nehmen wir mal hier die in Angriff. Da kommen wir nämlich noch hin. Da oben kommen wir nicht hin. Wir haben ja gut die Ecke hier noch, die wir hier anfahren können. Dann schauen wir mal, was wir da so rauskriegen. Gummi hat kein Rezept. Wieso kannst du mehrere Sachen herstellen? Ich möchte nachher am liebsten mit Schwefel herstellen, würde ich sagen, damit wir kein Abwasser mehr produzieren. Weil dann hat sich das mit dem Abwasser hier oben nämlich auch ziemlich erledigt. Das soll leeren. Okay. Ich finde aber inzwischen wirklich, das sieht echt ganz gut aus und funktioniert halt vor allen Dingen, ne? Ich sag's immer wieder. Jetzt noch eine einzige Lebensmittelfarm dazu. Und es gibt nichts mehr, worüber ich mich beschweren würde. Außer, dass wir halt vielleicht zu wenig Wasser hier oben noch im Bereich haben, so. Gutes Zusammenstottern. Und was haben wir hier? Gar keins angeschlossen, oder? Ach doch, da von da oben. Okay, wir haben Wasser. Wie bauen wir denn weitere Felder? Wir haben uns ja jetzt entschieden, wir gehen hier durch den Berg nach oben. Die Frage ist halt, wie viel Fortschritt haben wir da gemacht? Vermutlich gar keinen. Standort erkundet.
Unser Schiff hat eine Siedlung entdeckt. Sehr cool, sehr cool, sehr cool auf jeden Fall. Wir können jetzt hier hoffentlich was Vernünftiges... Oh, oh, Gummi gegen Holz. Wir geben Gummi, kriegen Holz. Leider kein endloses Produkt, weil wir dafür Öl brauchen. Also Diesel. Aber gut, es ist ein Anfang. Wollen wir es mal so formulieren. Und warum Hühner? Und warum... Was bringt uns das? Benötigt einen Ruf von mindestens 2. Dafür müssen wir ein bisschen was ausgeben. 80 haben wir? Ne, 80 brauchen wir, 5 haben wir, so ist das. Was bringt uns das denn? Bringt uns 0,2 und für jedes Schiff, was da ankommt, 0,6? Ist das so? Oder, warte mal, wie funktioniert das? Listet alle verfügbaren Verträge auf. Das Produkt auf der linken Seite ist das Produkt, das Sie exportieren, verkaufen. Das Produkt auf der rechten wird importiert. Verträge werden auf einer dauerhaften Grundlage genutzt im Vergleich mit dem schnellen Handel. Ein Vertrag muss Ihrem Frachtdepot zugewiesen werden, nicht einem Handelsdock wie beim schnellen Handel. Um einen Vertrag zuzuweisen. Okay. Läuft also die ganze Zeit automatisch. Das heißt vielleicht, dass ich irgendwann später permanent Kohle brauche und muss dann dafür, um die hinzukriegen, Zement liefern. Ja, so verstehe ich das jetzt gerade. Aber das werden wir dann später sehen. Ist mein Schiff zurück? Nein. Das Schiff holen wir aber zurück. So, komm mal nach Hause. Ab nach Hause mit dir und dann darfst du tanken und wir gehen in der Zwischenzeit mal eben in die Forschung und schauen, was wir da so Schönes machen. Ich würde ja gerne die Schiffskanonen, damit ich die Piraten platt machen kann. Ich glaube, das ist das, was ich will. Forschungslabor 2, das haben wir ja schon. Damit können wir die erforschen. Stützmauern, die gibt's halt. Aber sie sind gesperrt offensichtlich, oder? Ah, weil wir hier genau fortschrittlicher Diesel noch nicht haben. Gut, dann erforschen wir fortschrittlicher Diesel, würde ich sagen. Was ist denn das hier? Leichtes Destillat. Haben wir hier Schweröl? Auch leichtes Destillat? Nee. Ich dachte, dass wir hier vielleicht Schwefel drin haben. Weil ich ja gesehen habe, dass wir oben Schwefel verwenden können. Da ist mein Schiff sogar schon wieder. Schiff, du darfst einmal bitte voll tanken. Ist schon voll. Wunderbar. Schiff, du darfst dich auf Reisen machen. Fangen wir mal hier oben an. So, ist natürlich ein weiter Weg, aber auch das sollte funktionieren. Mal gucken. Und wenn wir alle Piraten aufgedeckt haben am Ende, dann ist das halt so. Hauptsache, wir finden hier mal ein paar Waren. Was passiert hier? Wir sollten hier oben auf jeden Fall dringend ein Lagerhaus hinbauen, damit wir die Kupferplatten auch eingelagert kriegen und nicht nur alle nach unten fahren. Deswegen Gebäude, Lagerhaus und ein Stückgutlager. Das packe ich sogar direkt hier dran. So, kann gebaut werden. Und hier darf natürlich dann Kupfer, unreines Kupfer ist das, was wir ja hier produzieren, eingelagert werden. So, genau, aus unreinem machen. Nee, falsch. Hier muss richtiges Kupfer eingelagert werden. So, weil dann haben wir es ja schon veredelt. Immer noch extrem busy. Da müssen wir was dran machen. Warum? Achso. Gib das mal in Auftrag. Du darfst gebaut werden. Du darfst auch gebaut werden, damit wir goldene Teile bekommen. Und du darfst sowieso gebaut werden. Und dann schauen wir mal, dass hier wirklich alles vernünftig durcharbeitet. Ja, okay. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Wie gesagt, das wird nicht reichen. Und ich sehe schon kommen, dass wir gleich ein Holzproblem kriegen. Und es nicht vorher geschafft haben, nach hier oben zu kommen. Das ist das, was ich wirklich gerade realistisch sehe. Deswegen, wir müssen uns da was einfallen lassen. Aber dieses Mal ist das Problem sehr früh erkannt. 97% Nahrung für 20 Monate noch am Start. Ein Schiff ist im Kampf, ja, das habe ich doch erwartet. Das heißt, wir kommen da nicht weiter, eventuell gleich hier. Aber erstmal muss das Schiff nach Hause kommen, um wieder voll zu tanken. Was haben wir hier? Das arbeitet noch, produziert goldene Teile. Sobald das Gebäude hinten fertig ist, wird dieses Gebäude zerstört. Auch wenn es eine elektrische ist. Aber lass mal machen. Okay. Dann haben wir hier ansonsten noch eins für Konstruktionsteile. Das ist auch eine elektrische. Und Konstruktionsteile produzieren wir hier schon genug. Das heißt, wir werden uns jetzt hier von dieser elektrischen verabschieden. Die können wir abreißen. Ja, wir brauchen halt immer wieder welche, das ist vollkommen klar.
Stückgutlager kann auch weg. Ich möchte hier Platz schaffen für eine weitere Farm. Ne? Dass ihr bitte, nur, dass ihr Bescheid wisst, warum ich das hier gerade mache. Was wird hier eingelagert? Holz, das kann auch weg. So, braucht auch kein Mensch mehr. Und das hier, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich brauche jetzt hier auf jeden Fall, was hatten wir hier? Genau, Forschungsabteile, die sind mir egal. Aber hier werde ich noch ein Lagerhaus hinbauen. Ja, so. Einmal mit C, diesmal direkt dran. Ich denke mal, obwohl, vielleicht kommt doch noch ein zweites dazu, abreißen. Okay. Wir machen da mal einen Abstand zwischen, dass wir die andere Seite auch anschließen können. Ist das so? Okay, so passt das. Und dann eine Verbindung dazwischen. So, passt. Freigeben. Da wir hier goldene Teile produzieren, werden wir die goldenen Teile selbstverständlich hier einlagern. Bitteschön. Und gut, jetzt dauert es natürlich noch ein bisschen. Der Diesel hier ist sehr low. Das bedeutet natürlich, dass wir sofort mehr produzieren. Das ist voll. Die kommt nicht hinterher. Pass auf. Das können wir relativ einfach lösen, indem wir da einfach mal Buffer draufsetzen, dass wir da ein bisschen mehr produzieren. So. Wir haben ja noch 6 Arbeiter frei. Das sollte für den Moment zumindest reichen. Können wir das nicht daran anschließen? Das war so mein Gedanke. Nochmal. So. Oder ist das ein Ausgang? Guck mal, jetzt wird das sofort gebaut, weil ich das irgendwie umgestellt habe. Und jetzt haben wir genau das Problem, dass ich die Sachen hier nicht anschließen kann. Warum nicht? Wieso kriege ich das da nicht mit dran? Ja, tut mir leid für dich, ne? Du musst wieder weg. Du funktionierst hier nicht. Hä? Nicht mal ernst, das müsste doch funktionieren. Jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal geht's doch, okay. Lass mal bauen. Kein Problem. Machen wir schnelle Lieferung. Kostet nur 0,1. Dann wird das Öl hier reingepumpt. In Betrieb, inaktiv. Ja, weil das Rohr überladen ist. Und die hier nicht hinterherkommt mit Vernichten. Fehlende Materialien. Wieder Öl. Gut, wir brauchen später bessere Rohrleitungen. Die gibt es aber auch. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt den Diesel hier voll bekommen. Wir beobachten das. So, hier geht's weiter. Was fehlt dir? Okay, hast gerade was bekommen. Sehr schön. Dann geht auch das gleich los. Hier unten gibt es nicht mehr so viel. Was war das nochmal? Genau, das waren auch goldene Teile, die wir dann gleich aufhören, hier unten zu produzieren. Wobei wir auch hier schon mal anfangen könnten, die Sachen langsam aber sicher zurückzubauen. So. War schön mit dir. Der Turm kommt weg. Das Förderband muss weg. Alles muss hier weg, Leute. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal abgerissen werden? So, auch das weg. Das kommt weg. Dann brauchen wir hier noch die Rohre nicht mehr. Können wir hier auch mal zurückreißen. Und ich glaube sogar, das Gebäude sollte langsam weg. Weil wir doch hier oben, genau hier, das auch produzieren, die Elektronikteile. Dafür brauchen wir aber noch Kupfer. Gut, ich nehme mir mal ganz kurz das Abrissmenü vor und lasse auch den verschwinden. Ja, wunderbar. Es ist fertig geworden, das Gebäude. Das heißt, auch hier verschwindet jetzt der letzte. War schön mit dir. Und wir werden eine weitere Farm bauen, die natürlich trotzdem nicht hier reinpasst. Die Hoffnung war so sehr da.
das ist natürlich jetzt richtig, richtig mies. Ich hatte wirklich gehofft, dass die hier reinpasst. Ja, okay. Da haben wir ein Problem. Dann müssen wir hier auf jeden Fall gucken, dass wir die zügig hier oben hinkriegen. Das bedeutet, machen wir am besten, indem wir die erstmal alle rausnehmen wieder. Alles, was wir abreißen wollten, hören wir auf. So und so. Und reißen hier die in der Mitte ab. Soll er sich erstmal darum kümmern. Das Problem ist, wenn die weg sind, ne, dann haben wir schon eigentlich kein Holz mehr. Wenn wir da jetzt nicht eine Lösung für finden. Ich schicke nochmal das Schiff los. Das Schiff kann den mal erkunden. Und was ich machen kann, ist Feierabend für heute. Und ich würde sagen, es geht dann morgen weiter. Und was machen wir morgen? Ja, wir bauen auf jeden Fall morgen die nächste Nahrungssache. Wir gucken mal, dass wir eventuell den fortschrittlichen Diesel auch integrieren und dann in der Forschung mal gucken, womit wir weitermachen. Vielleicht größere Tanks, Lebensmittelmarkt hört sich auch gut an, dass man in die Richtung so ein bisschen geht. Aber ich versuche erstmal auf die Schiffswaffen zu kommen und eventuell morgen sogar den ersten Krieg zu führen. Vielleicht auch die Rohrleitung mit dazwischen setzen, dass wir mehr Öl und sowas alles pumpen können. Frachtdepot vielleicht bauen und das eine Schiff ans Laufen kriegen. Da hatten wir ja auch irgendeine Insel, meine ich, gefunden. Genau hier den Ölbohrturm, dass wir dann anfangen können, die Waren zu liefern. Also, es gibt eine Menge zu tun. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Euer Joseko.